Sensation, würde ich schon sagen, weil im Vorfeld jetzt für uns persönlich vielleicht nicht so sehr, aber was die öffentliche Wahrnehmung angeht, ganz sicher eine Sensation. Das ist völlig offen. Bernabeu ist da nochmal, das kann ich jetzt schon versprechen, da werden Dinge passieren, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir haben uns eigentlich ein bisschen mehr vorgenommen, dass wir vielleicht das eine oder andere noch besser ausspielen, aber wussten natürlich auch, dass die Kräfte immer weniger werden. Ja, dass wir auch Fußball spielen können, das hat man, denke ich, gesehen, weil sonst machst du keine zwei Tore gegen Real Madrid. Von daher sicherlich ein sehr, sehr schöner Abend heute für uns und für den Verein. Ja, voller Vorfreude. Ich denke, wir haben eine gute Chance, weiterzukommen bis ins Halbfinale. Und wir wissen aber auch, dass in Bernabeu mit Sicherheit ein Sturm auf uns zukommen wird. Da wird wieder jeder an seine Grenze gehen müssen, wenn wir da was erreichen wollen. Und ich denke, es tat gut, heute zu sehen, dass auch Real Madrid verwundbar ist. Und deswegen gehe ich voller Vorfreude ins Rückspiel.